wenn man die Spitze sieht, dann nimmt man den oben auch an der Spitze, dass er halt einfach nicht so schnell abbricht. Betrachte die Ästhetik, gell? Fingerspitzengefühl. Nicht den Kopf reinstecken ins Bild, das wäre nett. Und wenn es geht, auch schön tief buddeln, dass man ein besser sieht und dass man ein besser stehen kann. Also man muss immer vorsichtig sein bei dem Ausbuddeln, weil ja mehrere Sprossen rauskommen. Sie sehen das hier an dem Spargelstock. Und nur der Spargel, der oben dann erscheint, der muss ganz gezielt abgestochen werden. Denn den Nebenspargel, der noch kleiner ist, darf man nicht verletzen. Das muss man sich Sie sehen ja, der wächst trotzdem kalten Wetter heute da. Entschuldigung, wenn ich die Schuhe dreckig mache, also man darf richtig tief runterbuddeln, genau. Oh, Entschuldigung. Genau, jetzt passt schon, oder? Ja, genau. So, dann nimmt man einmal das Stechmesser. Ja, und dann so rücksichtsvoll. Nimmt man den Spargel oben an der Spitze. Deutsche. Genau. Und dann sticht man ab. Dann schaut man noch in die Fotos. Und jetzt alles für mir hier? Ja, machen wir gerne. Links nochmal bitte. Das ist bei dir links, gell? Das ist andere links. Scharfe Glocke. In die Mitte. Dann zur Seite. Zur Seite schauen wir auch noch. Dankeschön. Und jetzt stehen wir mal. Genau. Genau, dann kommen wir raus. So. Offiziell, es beginnt jetzt die Spargelsaison 2023. Vielen Dank.